Als Hudson Taylor 37 Jahre alt war, hatte er bereits einige Jahre sehr aufopferungsvoll in China als Missionar gearbeitet. Seine Gesundheit drohte jetzt zu kollabieren und seine Freunde befürchteten, dass er kurz davor war, zusammenzubrechen. Da erhielt er plötzlich einen Brief von einem anderen Missionar, John McCarthy, der eine Botschaft enthielt, die das Leben von Hudson Taylor komplett verändert hat. McCarthy berichtete von einer Entdeckung, die er beim Studium von Johannes 15 gemacht hatte, die Freude in Christus zu bleiben. Und in dem Brief hieß es unter anderem, bleiben, nicht kämpfen oder sich abmühen, auf ihn schauen, ihm für die gegenwärtige Kraft vertrauen. Das ist nicht neu, aber es ist neu für mich. Und Christus scheint für mich jetzt buchstäblich die Kraft, das heißt die einzige Kraft für den Dienst zu sein, der einzige Grund für unveränderliche Freude. Und diese Wahrheit ist bei Hudson Taylor eingeschlagen wie eine Bombe. Plötzlich öffnete der Heilige Geist ihm die Augen für seine Einheit mit Christus und für die Wahrheit, dass ihm in Christus alles zufließt, was er jeden Augenblick braucht. Er lernte, was es bedeutet, in Christus zu bleiben und wirklich alles von ihm zu empfangen. Einige Wochen später, da schrieb Taylor in etwa Folgendes: Die Arbeit war noch nie so viel, noch nie so schwierig und noch nie mit so viel Verantwortung verbunden, aber die Last und die Anstrengung sind verschwunden. Die letzten Wochen waren vielleicht die glücklichsten meines Lebens. Das ist ein wunderbares Zeugnis von dem, was das lebendige Wort Gottes im Leben eines Menschen bewirken kann. Und genau diesen Abschnitt, der Hudson Taylor so krass verändert hat, den schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Es ist ein Abschnitt in der Bibel, über den es schon viele Diskussionen und auch Missverständnisse gegeben hat. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Abschnitt, der besonders für gelebte Jüngerschaft und Fruchtbringen für die Ewigkeit von ganz zentraler Bedeutung ist. Er beginnt mit dem 7. großen Ich-Bin-Wort von Jesus Christus, in dem er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das ist ein wunderbarer Titel, in dem wieder sehr viel drinsteckt, was ganz entscheidend für unser Glaubensleben ist. Wofür steht ein Weinstock? Der Weinstock ist ein Bild für eine Segensquelle. Durch den Lebenssaft des Weinstocks bringen die Reben Frucht, die mit diesem Weinstock verbunden sind. Und der Weinstock, der liefert alles, was nötig ist, damit die Frucht entstehen kann. Und genau das ist Jesus Christus heute für die Gläubigen. Er ist die Quelle des Segens, die Quelle der Gnade, die Quelle der Kraft, aber auch die Quelle der Liebe, des Friedens und der Freude. Er ist die Quelle für alles, was wir brauchen, um zur Ehre Gottes zu leben und viel Frucht zu bringen. Und wenn wir in ihm verwurzelt sind, dann erleben wir, wie seine Kraft in den Schwachen wirkt. Dann erleben wir, wie seine Gnade genügt. Dann empfangen wir Gnade um Gnade für jede Situation unseres Lebens. Und dann können wir auch, wie Paulus sagen, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oder wie das im Psalm 87 heißt, alle meine Quellen sind in dir. Also seine Liebe soll durch uns zu den Menschen fließen. Wir sind der Kanal, aber alles kommt von ihm. Er gibt uns seinen Frieden, er schenkt uns seine Freude und in ihm haben wir ewiges Leben. Und dieses wunderbare Leben, das will er jetzt durch uns sichtbar werden lassen. Und das geschieht, wenn wir in ihm bleiben und er in uns. Was das genau bedeutet, in ihm zu bleiben, das schauen wir uns gleich noch genauer an, denn das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber zuerst mal kommt natürlich die Frage auf, warum sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock? Wenn es einen wahren Weinstock gibt, dann muss es auch einen falschen geben, einen Weinstock, der nicht das ist, was er sein sollte. Und genau das ist Israel. Im Psalm 80, da wird mal gesagt, einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst Nationen und pflanztest ihn. Ja? In Jesaja 5 wird gezeigt, wie sehr Gott sich um Israel bemüht hat. Er hat wirklich alles getan, was nötig war, damit sie als Weinberg Frucht bringen konnten für ihn. Aber was ist geschehen? Im Buch Hosea, da steht mal, Israel ist ein wuchernder Weinstock. Und in Jesaja Kapitel 5, da fragt Gott, warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte schlechte Beeren? Oder in Jeremia Kapitel 2, da fragt Gott, und wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks? Gott wollte sein Volk als Weinstock des Segens auf der Erde benutzen. Alle, die mit Israel in Verbindung standen, die sollten gesegnet sein. Aber Israel hat auf voller Linie versagt. Sie wurden zu einem wilden, verdorbenen, fruchtlosen Weinstock. Und deshalb musste Gott sie auch richten.
Und Christus sagt hier, ich bin der wahre Weinstock und deshalb stellt er sich an die Stelle von Israel. Sie hatten versagt, aber er würde wahrhaftige Frucht bringen für Gott. Und genau das ist ja auch in seinem Leben geschehen. In allem, was er dachte, was er sagte und was er tat, er hat ununterbrochen in Gemeinschaft mit dem Vater gelebt, in Abhängigkeit von ihm gehandelt und fest auf ihn vertraut. Und heute, da bewirkt der Herr Frucht durch diejenigen, die jetzt mit ihm verbunden sind. Das heißt, durch fruchtbringende Reben. Und an dieser Stelle müssen wir mal die verschiedenen Personengruppen, die in diesen Versen jetzt gleich vor uns kommen, definieren. Also Jesus Christus, der sagt in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und außerdem gibt es an dem Weinstock zwei Arten von Reben, die Frucht bringen und die keine Frucht bringen. Und um die richtig voneinander zu unterscheiden, müssen wir uns unbedingt den Kontext anschauen, was ja grundsätzlich immer ein wichtiger Punkt ist, wenn man Bibelstudium macht. In Johannes 13, da ist Jesus mit den 12 Jüngern zusammen im Obersaal. Dort wäscht er ihnen die Füße und dabei sagt er ihnen einen ganz wichtigen Satz. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Die Jünger waren alle von Neuem geboren und deshalb rein, bis auf einen. Und das war Judas. Und dann macht der Herr deutlich, dass einer der Jünger ihn verraten würde. Sie hatten alle keine Ahnung, wen der Herr meinte, denn sie gingen alle davon aus, dass Judas auch einer von den Jüngern war, ein echter Jünger. Dann geht Judas weg, um seinen Meister wirklich zu verraten. Und genau das hat Jesus auch vor Augen, wenn er schließlich jetzt in Kapitel 15 mit den 11 wahren Jüngern von fruchtlosen und fruchtbaren Reben spricht, die mit ihm verbunden sind. Und er macht mit seinen Worten klar, wie man wahre Jünger erkennen kann, nämlich an ihren Früchten. Das ist ja ein genereller Grundsatz, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Judas war rein äußerlich mit Jesus verbunden, aber er hatte keine wahre Beziehung zu ihm. Er hatte kein neues Leben. Er war eine fruchtlose Rebe und man kann sagen, dass die fruchtlosen Reben stellvertretend für Judas und für alle stehen, die vorgeben, zu Christus zu gehören, die aber kein neues Leben haben. Und genau deshalb bringen sie auch keine Frucht. Vielleicht ist da ein äußerer Schein, aber der Herr sieht tiefer, er kennt die Realität und deshalb sagt er auch mal in Matthäus 7, dass es einmal viele geben wird, die ihn zwar Herr genannt haben, die durch seinen Namen geweissagt oder Dämonen ausgetrieben haben, aber denen er einmal sagen wird, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, sie hatten ein äußeres Bekenntnis, aber niemals eine Beziehung zu Jesus, niemals. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist es auch nicht schwer, die folgenden Worte von Jesus über den Weingärtner richtig zu verstehen. Denn er sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Die fruchtlosen Reben nimmt der Vater im Gericht weg. Und in Vers 6, da sagt Jesus auch darüber, und man wirft sie und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ja? Das passiert mit bloßen Bekennern, die kein Leben aus Gott haben. Und gerade im Johannesevangelium wird gezeigt, dass es Gläubige gibt, die keine wahren Gläubigen sind und dass es Jünger gibt, die keine wahren Jünger sind. Das hat mich irgendwie nochmal erschüttert, als ich das so gesehen habe. Weißt du, in Johannes Kapitel 2, da wird gesagt, als Jesus in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen taten, sahen, die er tat. Jetzt könnte man auf den ersten Blick denken, wunderbar, die haben sich alle bekehrt. Aber das stimmt nicht. Denn direkt im Anschluss steht, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Der Herr sah, was wirklich rettender Glaube war und was reiner Sensationsglaube war. Und außerdem sehen wir in diesem Evangelium, dass es Jünger gibt und dass es wahre Jünger gibt. Ja, die wahren Jünger, die bleiben bei dem Herrn, weil sie wahre Jünger sind. Aber Scheinjünger, die springen irgendwann ab, ja, wenn es ihnen zu unbequem wird. Das sieht man zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, wo Jesus die Wahrheit zu einer großen Schar von Jüngern predigt, die ihm nachfolgen. Und dann, was ist ihre Reaktion, als sie das hören?
Sie sagen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und dann sagt der Herr ihnen gerade raus, und zwar ohne Umschweife, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Und direkt im Anschluss, da sagt er ihnen, da wird gesagt, denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Also nicht nur Judas hat nicht geglaubt, sondern auch noch andere. Das waren Fake-Jünger, die aber rein äußerlich für eine Zeit lang am Weinstock hingen. Aber sie haben selbst bewiesen, dass sie nicht wirklich zum Weinstock gehören. Eben weil sie nicht in ihm geblieben sind. Und solche bloßen Bekenner, die wird der Vater irgendwann ins Gericht bringen. Aber zu den wahren Jüngern, zu denen sagt der Herr in Johannes Kapitel 15, ganz wichtig, da sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Sie hatten seinem Wort geglaubt, sie waren rein, das heißt, sie waren komplett gebadet, wie der Herr in Johannes 13 gesagt hatte. Sie waren durch Glauben an sein Wort vom Tod zum Leben übergegangen. Sie hatten neues Leben und waren dadurch wahrhaftig organisch mit dem Weinstock verbunden. Aber trotzdem brauchten sie die Reinigung des Vaters. Nicht um gerettet zu werden, sondern um mehr Frucht zu bringen. Und weißt du, genau das gilt auch für uns. Denn Gott will, dass wir nicht nur etwas Frucht bringen, sondern dass wir viel Frucht bringen. Das ist unsere Bestimmung. Deshalb sagt der Herr auch in Vers 16, ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Was bedeutet es, dass der Vater die Reben, die Frucht gebracht haben, reinigt, damit sie mehr Frucht bringen? Wie kann das in unserem Leben aussehen? Das Reinigen der fruchtbringenden Reben, das heißt der wahren Gläubigen, das besteht darin, dass der Vater das entfernt, was in unserem Leben das Fruchtbringen behindert. Nutzlose oder sündige Dinge, Dinge, die uns vereinnahmen und vom Fruchtbringen ablenken. Also Dinge, die keinen Ewigkeitswert haben. Und dazu benutzt der Weingärtner oft ein Messer. Er beschneidet die Triebe der Reben. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber von Zeit zu Zeit muss der immer wieder vollzogen werden. Denn dadurch erhöht sich wirklich die Fruchtbarkeit der Reben. In Hebräer 12, da sehen wir, wie Gott uns als seine Kinder bzw. Söhne erzieht. Und dazu gehört auch, dass er uns züchtigt, wenn es nötig ist. Und das ist für uns natürlich kein angenehmer Prozess, aber Gott tut das aus Liebe. Das heißt mit einem guten Ziel. Nämlich, damit die Frucht der Gerechtigkeit in unserem Leben sichtbar wird. Er will, dass wir mehr in Übereinstimmung mit seinem Willen leben und er will, dass die praktische Verbindung zu Christus immer tiefer wird. Wie der Vater uns reinigt oder beschneidet oder züchtigt, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber sehr oft geschieht das durch Prüfungen und Schwierigkeiten, die er in unserem Leben zulässt. Er kann dazu eine Krankheit benutzen oder finanzielle Schwierigkeiten, die Schädigung unseres Rufs, den Verlust eines guten Bekannten, Verfolgung, Verleumdung, Probleme in der Familie, in der Gemeinde und vieles mehr. Durch diese Dinge wird uns unsere eigene Schwachheit bewusst. Wir merken, dass wir Christus brauchen und dadurch werden wir näher zu ihm gezogen. Aber genau dann erleben wir auch, was es bedeutet, dass seine Kraft in Schwachheit vollbracht wird. Wir fangen an, geistlich zu wachsen und bringen dadurch mehr Frucht. Ja? In Jakobus Kapitel 1, da steht mal, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Oft bewirken Schwierigkeiten auch, dass wir auf Gott geworfen werden und dadurch empfänglicher sind für sein Wort, für das, was er uns sagen möchte, wie er uns korrigieren oder neu ausrichten will. Und durch dieses zweischneidige Schwert, ja, das ist das Wort Gottes und das ist eben auch dazu da, um uns zu reinigen. Spurgeon hat das Winzermesser des Weingärtners mal wie folgt beschrieben. Er hat gesagt, Leiden ist der Griff des Messers, Leiden sind der Schleifstein, der das Messer schärfer macht, Leiden sind das Instrument, um das kranke Fleisch aufzudecken. Das Wort ist das Messer, das es dann herausschneidet, denn Leiden machen uns bereit, um das Wort anzunehmen und zu uns reden zu lassen. Eine Frage, die man sich stellen kann, lautet, warum erwähnt Jesus zuerst, dass der Vater die Reben reinigt, bevor er erklärt, wie wir Frucht bringen können? Und ich glaube, die Antwort ist, dass der Herr will,
dass wir damit rechnen, dass der Vater so mit uns handelt, damit wir mehr Frucht bringen, damit wir es dann auch annehmen und uns nicht dagegen wehren. Paulus, der hat ein Ja dazu gefunden, weil er auf das Ergebnis sah. Und deshalb sagte er, dass er sich sogar über seine Schwachheiten freut, weil dadurch die Kraft Gottes in seinem Leben zur Entfaltung kommt. Und Jakobus hat gesagt, dass wir es für Freude achten sollen, wenn Gott Prüfungen zulässt. Nicht, weil wir die Prüfungen gern haben, sondern weil wir wissen, dass aus der Prüfung geistliche Frucht entsteht. Ich gebe mal ein Beispiel. Gott hat im Leben von Paulus wirklich viel Leid und Verfolgung zugelassen. Einmal, da schreibt er in 2. Korinther 1, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Was war Gottes Absicht mit dieser Prüfung? Der Herr wollte Paulus von Selbstvertrauen befreien bzw. reinigen und gleichzeitig wollte er, dass das Gottvertrauen von Paulus gestärkt wird. Und deshalb schreibt Paulus auch weiter, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Ja? Und sein Vertrauen auf Gott ist durch diese Not tatsächlich gewachsen, sodass Paulus mit Zuversicht dann über Gott sagen konnte, der uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten wird. Das war die Frucht, die aus dieser Verfolgung hervorgegangen ist. Die wertvollsten Erfahrungen der Gemeinschaft mit Christus, die macht man oft in sehr dunklen Tagen. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, meine tiefste Gemeinschaft mit dem Herrn war während der Zeit, wo nur die Sonne geschienen hat und es keine Probleme gab. Nein, gerade in Momenten der Enttäuschung, der Verzweiflung, der Not, der Trauer oder der Mutlosigkeit, da erleben wir in besonderer Weise, wie der Herr uns nahe ist, wie er uns tröstet, wie er uns kräftigt, wie er uns beisteht. Und das vertieft unsere praktische Verbindung mit ihm. Und das führt zu mehr Frucht. In Johannes Kapitel 15, Vers 5, da kommen wir zu einer Schlüsselaussage des Herrn im Blick auf das Fruchtbringen. Und da sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was bedeutet es, in Christus dem Weinstock zu bleiben? Wie funktioniert das in unserem täglichen Leben? Ich glaube, dass das Bleiben in ihm im Wesentlichen drei Dinge umfasst. Gemeinschaft, Abhängigkeit und Vertrauen. Wenn wir durch das Wort Gottes von Neuem geboren sind, dann haben wir eine direkte, organische Verbindung mit Christus dem Weinstock. Und wir haben eine Beziehung zu ihm. Und jetzt geht es darum, auch tatsächlich in dieser Beziehung zu leben. Und das geschieht, wenn man seine Nähe sucht, wenn man im Bewusstsein seiner Gegenwart lebt, wie es mal in Psalm 16 heißt, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Wir sollen auf Jesus schauen, so wie Petrus das auf dem Wasser gemacht hat, oder gemeinsam mit ihm eben durch den Alltag gehen, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sollen also den Augenkontakt nicht abreißen lassen. Und es geht darum, dass wir alles in Gemeinschaft mit ihm tun. Also nicht losgelöst oder unabhängig von ihm, sondern zusammen mit ihm, in Abhängigkeit von ihm. Es geht darum, ihn in alles mit einzubeziehen, uns von ihm führen zu lassen, auch auf ihn zu warten, ihn im Gebet zu suchen. Und dabei vertrauen wir darauf, dass er bei uns ist, dass er uns beisteht und dass wir in ihm auch alles haben, was wir für unser geistliches Leben jeden Augenblick brauchen. Er ist es, der in der Kraft des Geistes in uns und durch uns wirkt. Und wir bleiben in ihm, wenn wir darauf vertrauen, dass Christus in uns lebt und wenn wir ihn auch durch uns leben lassen. Ja? Dann wird das wahr, was Johannes mal geschrieben hat in 1. Johannes Kapitel 2. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und das ist eine ganz natürliche Folge davon. Aber nicht nur das. Dann erleben wir auch, dass seine Freude unsere Freude ist, dass sein Friede unser Friede ist oder dass seine Liebe, die durch uns fließt, auch die Liebe ist, mit der wir andere lieben können. Also genau das hat Hudson Taylor erlebt. Genau das hat sein Leben so krass verändert und ihm eine so dauerhafte, tiefe Erfüllung gegeben. Und Jesus sagt hier, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eine krasse und sehr weitreichende Aussage. Und sie bedeutet, dass nur das, was wir in Gemeinschaft mit Christus tun, Frucht für die Ewigkeit bringt. Nur das, was er in uns und durch uns wirkt. Und das bringt uns zu der letzten wichtigen Frage. Worin genau besteht die Frucht? Was hat in unserem Leben
wirklich Ewigkeitswert. Frucht kann ganz unterschiedlich aussehen, aber der Kerngedanke hier in Johannes 15 ist die Offenbarung des ewigen Lebens. Was meine ich damit? Christus hat denen, die von Neuem geboren sind, ewiges Leben gegeben. Er hat uns das Leben gegeben, das er selbst als Mensch hier gelebt hat. Denn er ist das ewige Leben und er ist unser Leben. Wir haben das Leben des Weinstocks. Und Frucht für Gott entsteht, wenn das Leben des Weinstocks durch die Reben sichtbar wird. Wir können so lieben, wie Jesus geliebt hat, weil seine Liebe durch uns fließt. Wir können so gehorchen, wie er gehorcht hat, weil wir sein Leben haben. Das ist das Ergebnis, wenn wir in ihm bleiben. Denn das, was wahr ist in ihm, das ist auch wahr in uns, schreibt Johannes mal. Und außerdem schreibt Johannes auch, ist ganz interessant, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist auch schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das bedeutet, das Leben in einer lebendigen Gemeinschaft mit Christus, also das Bleiben in ihm, führt dazu, dass wir so leben, wie er gelebt hat. Dann fließt seine Sanftmut durch uns, wenn wir angegriffen werden. Dann fließt seine Demut durch uns, wenn es darum geht, den unteren Weg zu gehen. Dann zeigen wir seine Gesinnung und das ohne, dass wir uns abmühen oder dafür kämpfen müssen. Er ist Christus, es ist Christus, der durch den Heiligen Geist in uns wirkt und der das neue Leben sichtbar werden lässt. Wir stellen uns ihm zur Verfügung, das heißt, wir lassen ihn wirken und dann bringt er die Frucht des Geistes zum Vorschein. Dazu noch mal ein paar Beispiele. Paulus schreibt den Philippern, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu. Christus lebte in Paulus und deshalb hat er auch genau dieses Verlangen. In 2. Korinther 10, da ermahnt er die Gläubigen durch die Sanftmut und Milde des Christus. Das heißt, die gleiche Sanftmut und Milde, die Christus in seinem Leben gezeigt hatte, die wurde jetzt in Paulus sichtbar. Oder denk an seine folgenden Worte aus 2. Korinther 12. Ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, wenn ich auch, je überreichlicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Das ist die Gesinnung Jesu. Das ist das Leben des Weinstocks in der Rebe, die Frucht bringt. Und Gottes Ziel mit unserem Leben ist, dass wir nicht nur etwas Frucht bringen, sondern viel Frucht. Und deshalb sagt der Herr auch in Johannes Kapitel 15, Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Also der Vater wird verherrlicht, wenn das Leben Jesu an uns sichtbar wird. Wenn Christus in uns Gestalt gewinnt, wenn wir in sein Bild verwandelt werden, wenn das ewige Leben durch uns hervorstrahlt. Und wenn wir Frucht bringen, dann beweisen wir dadurch, dass wir tatsächlich seine Jünger sind. Das ist die Bedeutung der Worte, und ihr werdet meine Jünger werden. Die Elf, die waren bereits Jünger, aber die Frucht machte es eben vor den Augen der Menschen offenbar. Ein fruchtloser Christ ist ein Widerspruch in sich selbst. Wie Paulus mal in Römer 8 schreibt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer nichts von der Gesinnung Jesu in seinem Leben zeigt, der gehört auch nicht zu ihm. Denn an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Deshalb lasst uns daran denken, in Christus haben wir alles, was wir brauchen, um Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Er ist die Quelle des Lebens, die Quelle der Liebe, die Quelle der Kraft und die Quelle des Segens. Unsere Aufgabe ist es, in enger Gemeinschaft mit ihm zu leben, immer wieder auf ihn zu sehen und durch seinen Geist in uns leben zu lassen, wirken zu lassen. Dann brauchen wir uns nämlich um die Frucht keine Sorgen zu machen, denn die wird dann ganz sicher entstehen.